meine lieben Freunde der gepflegten Motorradunterhaltung. Ich bin zurück und zwar geht's jetzt heute darum, was noch so zu machen ist an meinem Motorrad. Die Leute, die mir bei Instagram folgen, werden wahrscheinlich wissen, dass das Motorrad zu 90%, 95% fertig ist. Einen Augenblick. Ha! Habt ihr nicht gesehen. Soll heißen, die steht hier im Grunde genommen schon so gut wie fertig bei mir im Wohnzimmer. Komplette Verkabelung ist gemacht, die Fußrasten sind dran, die Verkleidung ist dran, die Standbar ist dran, Lenker, Blinker, Spiegel, im Grunde genommen, wenn ich jetzt den Tank anbaue, könnte ich das starten. Die Kette muss noch ran, ich habe noch ein paar Teile bestellt, aber erstmal krieg heute noch Post. Ja, also ich muss halt noch Post kriegen, weil mir fehlen noch einige Dinge. Und wenn ich die Post habe, mache ich das Video weiter und bis dahin kann ich hier quasi mich noch um so Kleinigkeiten kümmern. Und dann hole ich euch wieder dazu. Los geht's. Es hat gerade geklingelt, die Post ist da. Los geht's, ich stelle euch mal hier hin. Los geht's! Ölfilter. Was ist das? Die Wichser haben mir die falsche Farbe geschickt. Nein! Ja, ich habe einen neuen Kettengleiter bestellt für die Schwinge und zwar in schwarz und geschickt haben sie mir einen orangenen. Fuck, Idiot, Mann! So. Ich weiß, was das ist. Das sind Splinte. Jo. Und zwar Splinte, um die Fußrasten festzumachen. Weil die originalen Splinte sind nämlich abgebrochen und außerdem sagt KTM auch, ja, KTM sagt, dass man die ersetzen soll, wenn man die Fußrasten weiterhin verwendet, nachdem man sie abgebaut hat. Ja, jetzt muss ich mich erstmal darum kümmern, dass die mir die richtige Farbe schicken. Mann, pisst mich so was an. Ja, Fußrastensplinte baue ich jetzt ein und dann geht's weiter. Dann erzähle ich euch noch ein bisschen was dazu. Los geht's. Ja, das ist genau das, was passiert mit den Splinten. Wenn man die abbiegt, zurückbiegt, alte verwendet, dann brechen die halt einfach ab. So, jetzt suchen wir uns quasi den richtigen Splint aus der Kiste. So weit hier in der Richtung. So, um einen Newton-Zentimeter kürzer machen und dann, das kann man einfach mit einer Kneifzange, das Metall ist relativ weich, einfach hier Kneifzange, knack, durch und dann hat man einen kürzeren Splint. Ja, super weiches Material. So sieht es dann am Ende aus. Quasi umgebogen bis dahin und dann kann die Fußraste nämlich auch nicht mehr weg. Hallo? Jo. Noch mehr Pakete. So, weiter geht's mit den Paketen. Ha!
ein neues Heckteil, was ich wahrscheinlich nicht brauchen werde, weil ich habe ja die Stuntbar angebaut. Ah, die wichtigen Dinge im Leben. Einmal Öl zu den Ölfiltern. So, weiter geht's am Moped. So, ihr sitzt jetzt auf meiner Sitzbank. Also, das mit dem orangenen Kettengleiter ist echt ein Problem, weil ich muss die Kette anbauen an dem Motorrad, sonst kriegst du nämlich nicht die Treppe runter. Weil ich mache mal einen Gang drin und lasse dann mit der Kupplung immer Stufe für Stufe runterlaufen. Und naja, ohne Kettengleiter kann ich die Kette nicht anbauen. Und jetzt habe ich aber nur diesen hässlichen orangenen Kettengleiter. Guck mal, bin mir nicht so richtig sicher, ob das geil ist, ob das hier so dazu passt. Das hat ziemlich genau die gleiche Farbe wie Teile des Dekors und das hat halt die gleiche Farbe wie die Feder. Bin mir irgendwie nicht so sicher. Ich finde es ehrlich gesagt nicht ganz so geil. Ich baue das jetzt mal an und guck mal, wie es aussieht, weil ich will das Motorrad fertig kriegen und mich pisst tierisch an, dass ich jetzt, weil die mir was ein falsches Teil geschickt haben, dass ich nicht weiterkomme. Ja, ich baue das mal schnell an. Versaut irgendwie den clean Look da unten, ja? Nee, das haut nicht hin. Ja, das Teil kann ich dann zurückschicken. Und das heißt leider auch, dass ich an dieser Stelle nicht weitermachen kann. Finde ich nicht so geil. Aber ich wollte eh noch ein bisschen was anderes bauen. Und zwar will ich von dem originalen Heck weg. Das gefällt mir nicht mit diesem Plastik, wenn da das Kennzeichen dran ist. Das sieht einfach kacke aus. Ich will mir was bauen und zwar, dass das Kennzeichen an die Stuntbar ran kann, unten drunter. Und von dem Original-Heck nur das Rücklicht überbleibt, dann hat man so einen schönen, na diesen Effekt, da sieht es aus wie so Crosser halt, dass das Heck nur so gerade ist mit einem kleinen Rücklicht unten drunter und das Kennzeichen dann separat irgendwie ist. Ja, aber dafür muss ich mir jetzt erstmal was ausdenken und ich muss den anderen Quatsch zurückbauen. Mann, kotzt mich das an, so ein Scheiß. Ja, Motocross Store 24. Schade, Leute. Ich habe noch einen alten Kettenschleifer, einen schwarzen, den baue ich jetzt erstmal an, bis der neue da ist. Dann gehe ich jetzt runter in den Keller, hole die Kette ja, und dann könnte ich sie eigentlich runterbringen. Ich nehme noch das Zeug mit, um ein bisschen was zu bauen, vielleicht baue ich auch noch. Also, heute Kette ran, gucken, ob ich das Kennzeichen angebaut kriege, aber erstmal jetzt in den Keller. Muss ich in meinem Chaos hier erstmal suchen, ob ich alles finde. Ist ganz schön durcheinander hier. Jo, unerwarteterweise war die Kette schon hier oben bei mir. Und zwar hatte ich die in meiner Ersatzteilkiste drin. Heißt, wir haben eine Kette. Und hier habe ich den alten Kettenschleifer gefunden. Ich wollte euch den mal zeigen. Der ist halt total abgefuckt schon, total, sorry für die Wortwahl, aber der ist halt echt hinüber. Den baue ich jetzt nochmal an, nur dass ich das Motorrad endlich hier runterkriege. Sechseinhalb Stunden später. Ja, also nachdem die Kamera eben ausgegangen ist, aufgrund von Akkumangel, habe ich das Heck fertig gebaut und zwar... So sieht es aus, wenn man in seiner Wohnung mit einem Dremel arbeitet, ja, dann hat man überall diesen Dreck, aber ich persönlich finde ja, dass das Ergebnis ziemlich geil geworden ist. So, ich hoffe, ihr könnt es ganz gut erkennen. Ich habe halt diesen Heckteil hier habe ich weggeschnitten und jetzt will ich hier unten an die Stuntbar will ich das Kennzeichen ranbauen, so hier, dass das dann von der Seite halt immer noch aussieht wie ein Crosser-Heck, nur mit einer kleinen Lampe dran. Und dann hier vorne so das Kennzeichen, so schräg hin.
dann hat man halt nicht hier hinten so dran, sondern dann sieht es insgesamt irgendwie, naja, sieht halt mehr nach Racing aus so. Ja, soweit der Plan. Dafür muss ich jetzt aber nochmal in den Keller gehen und mir aus ein paar Winkeln und ein bisschen so ein Scheiß muss ich mir was zusammenbauen. Und dann kommt das Kennzeichen hier ran. Das ist aber auch schon 15 Uhr. Ich hoffe, dass ich es noch schaffe, das Video heute fertig zu machen, das Moped fertig zu bauen und runterzubringen und vielleicht auch schon das erste Mal zu starten. Es ist nur noch anderthalb Stunden hell. Könnte sein, dass das nicht mehr wird. Naja, ich gebe mein Bestes. Ja, Update. Und zwar bringe ich sie heute nicht mehr runter und ich mache sie heute auch nicht mehr an, weil ich muss erst noch ein paar andere Sachen bauen, noch was fertig machen. Aber es ist eigentlich total schade, dass ich das heute nicht gemacht habe, denn das ist mega gutes Wetter. Die Sonne scheint, also so halbwegs da hinten gerade zwischen der Wolke durch. Hier vorne ist auch richtig blauer Himmel. Ja, ich bin nicht fertig geworden, wie das immer so ist. Jetzt ist es kurz vor 4, es wird also irgendwie in einer Stunde dunkel sein. Und in der Zeit schaffe ich das nicht mehr fertig zu machen. Aber eins lasst euch gesagt sein, wenn ich heute den Kennzeichenträger noch fertig gebaut kriege, dann werde ich morgen ist dann das Video online, das heißt am Mittwoch dieses Video hier. Und dann versuche ich so schnell wie geht halt so ein Motor First Start und erstmal warmlaufen lassen Video zu machen. Und wenn ich das fertig habe, dann kommt das auch online, also auch diese Woche noch. Jetzt ist für euch heute Mittwoch, das heißt vielleicht kommt Donnerstag oder Freitag schon das Video zum Motorstart und vielleicht fahr ich auch direkt schon eine Runde. Ja, weiter geht's. So, jetzt haben wir ja hier dieses Heck und was ich machen möchte, ist mir aus Metallwinkeln hier irgendwie was bauen für mein Kennzeichen. Das heißt, ich werde hier zwei kleine Löcher drin bohren, hier so. Da irgendwie das Ding hier umbiegen, um dann an dem Winkel hier das Kennzeichen zu befestigen. Ja, und nebenbei läuft The Big Bang Theory. Ja, soweit der Plan. Ich bastel mir jetzt hier was und dann zeige ich euch das gleich. Ja, so sieht es jetzt aus. Genauso wie ich es haben wollte. Oben das Heck. Das kann sich dann hier nämlich auch ein bisschen bewegen. Und hier das Kennzeichen. Das hat vor allem den Vorteil, wenn man, also beim Stunten jetzt, wenn ich irgendwann mal schaffe, einen vernünftigen 12 O'Clock Wheelie zu machen, dass ich mir nicht sofort das Kennzeichen zerstöre. Letzte Saison waren es 4 Kennzeichen. Die bei der Zulassungsstelle haben mich schon für völlig bescheuert erklärt, wie ich das schaffe, meine ganzen Kennzeichen zu zerstören. Aber so sieht es jetzt aus, so dass das fertige Heck jetzt ist tatsächlich noch ein kleines bisschen hell. Ich müsste jetzt den Tank anbauen und runterbringen, das mache ich aber nicht mehr. Ich arbeite jetzt hier schon 8 Stunden und das ist alles Frickelei und es ist halt alles custom made. Also ich mache halt alles selber, baue hier alles selber. Ich habe halt hier auch mit dem Dremel das ganze Material weggenommen, dass das halt so werden kann, wie es jetzt ist. Ja, ich mache jetzt hier endlich mal ein bisschen sauber und räume hier ein bisschen auf, weil es sieht hier immer noch aus wie die totale Katastrophe. Und dann setze ich mich an das Video, schneide den Quatsch fertig und wenn ich das gemacht habe, vielleicht baue ich hier noch eine Kennzeichenberechnung hin, dass das so legal wie möglich ist. Dann fehlen hier noch 2 Blinker, die habe ich eben gerade bestellt, die kommen also Ende der Woche. Ich denke mal so in 2-3 Tagen sind die da. Dann fehlen mir noch 1-2 kleine Teile, die ich noch brauche und dann ist das Motorrad endgültig fertig. Was ich euch allerdings noch, was ich euch noch zeigen wollte ist, jetzt haben so viele Leute nachgefragt, ich habe ein Zündschloss an meiner EXC und zwar dort. Also ich habe ein richtiges Zündschloss, wie man das am Motorrad hat, an meiner EXC. Für alle, die das nicht wissen, eine EXC kommt normalerweise ohne Zündschloss, das heißt, weil es ein Wettbewerbsmodell ist, sind die... Ja, die kommen normalerweise ohne Zündschloss, weil es halt ein Wettbewerbsmodell und normalerweise auf der Rennstrecke brauchst du halt eh kein Zündschloss, deswegen haben die keins. Ich wurde schon häufig danach gefragt, das Zündschloss gibt es bei KTM direkt im Zubehör, kostet 35 Euro, ist ja nicht so teuer. Kann man selbst machen, muss halt ein bisschen was gelötet werden und der Kabelbau muss aufgemacht werden, aber es ist eine YouTube-Beschreibung dabei. Es ist halt kein Zündschloss, was man einfach ransteckt, weil wenn es so wäre, dann könnte man es einfach abziehen und die Kontakte zusammen machen. Das wäre wie ein Totschalter, aber das ist es nicht, sondern es ist ein richtiges. Es ist ein vernünftiges Zündschloss, was halt nicht
so funktioniert, wie das bei den alten Mopeds der Fall war, dass man, wenn man den Zündschloss abgezogen hat und die Kontakte zusammengehalten hat, dass das Motorrad dann angeht, sondern das ist halt ein vernünftiges Zündschloss, was auch mit der Einspritzung zusammenarbeitet. Das ist so, dass im Grunde genommen, wenn die, wenn man das abziehen würde und die Kontakte aneinander hält, geht das Motorrad trotzdem nicht an. Das ist so, dass da vorne noch so wie so eine kleine Box dran ist, die quasi realisiert, ob das Zündschloss dran ist oder nicht. Ja, ansonsten wartet erstmal für heute von mir. Ich hoffe, euch hat es erstmal wieder so gefallen. Wie gesagt, die nächsten Tage kommt ja noch viel mehr. Das Motorrad ist 99% fertig jetzt. Ihr könnt rein theoretisch antreten und losfahren. Ich müsste das nur runterbringen. Was habe ich heute gemacht? Ich habe die Kette fertig, ich habe das Heck fertig, die Stuntbar ist fertig. Ich habe noch ein paar Sachen am Kabelbaum geändert, viel rumgedremelt, Kette, Kettenrad ist hier spannend, alles. Also, ja. Einen guten Fortschritt gemacht heute und morgen wird das Ding dann endlich laufen. Schön, dass ihr mal wieder eingeschaltet habt und bis zum nächsten Mal.